Bei einer Omanreise ist der Besuch einer Oase ein Muss. Oasen sind Einheiten, in der Kulturpflanzen, Tier und Menschen biotisch zusammenleben. Das Leben war einfach. Unterkünfte, Häuser wurden mit jenen Materialien geschaffen, die vor Ort greifbar waren. Steine, Lehm, Lehmziegel, Palmen. Diese Unterkünfte bedurften der laufenden Ausbesserung und Pflege. Ab 1970 führt Sultan Qaboos sein Land vom Mittelalter in die Moderne, entwickelte eine Infrastruktur. Die Folge war unter anderem die Landflucht. Das beschwerliche Leben in den Oasen wurde aufgegeben, die Bewohner zogen in die Stadt. Und mit jedem Regen wurde ein Teil der nun unbebauten Häuser weggeschwemmt, sie zerfallen, weil nicht mehr nachgebessert wird. Ein anschauliches Beispiel des anhaltenden kulturellen Verlustes gibt der Besuch in der Bergoase Alhambra. Das Bild zeigt eine typische Oase aus Lehmbauten, umzäunt von einem Dattelpalmenhain. Beim Spaziergang durch den Hain zeigen sich Bewässerungskanäle, Teile eines einzigartigen Bewässerungssystems, das eine gerechte Wasserverteilung im Rahmen der Dorfgemeinschaft ermöglichte. Eisen und 70% Zucker, das heißt, das ist geeignet, um zu dörren. Die zieht sich ja dann so zusammen, das haben wir ja auch schon gesehen. Und eine Handvoll Datteln und Kamelmilch reicht dann für so einen zarten Beduinen durch die Wüste. Diese Bilder zeigen den unaufhörlichen Verfall der teils zwei Stockwerke hohen, teils 300 Jahre alten Häuser aus Lehmziegel. Das Bait al-Safa-Museum ist eine Privatinitiative von zwei Brüdern in dem 300 Jahre alten Lehmhaus ihres Großvaters. Das Museum gibt einen Überblick über Kunsthandwerk, alte Waffen, Schmuck und so weiter. Weiters geben ältere Frauen Einblick in das frühe Alltagsleben. So, also, hier wird uns jetzt so ein bisschen was gezeigt, was die Leute hier so herstellen. Also vorne sind sie vorbeigegangen, haben Kaffee gemacht. Also der Kaffee, wie wir von der Salme gehört haben, wird ja immer frisch zubereitet. Wasser. Also ganz klassisches Brot, Weizenmehl, kommt dann an der Seite das Mehl. Und das dann, wenn man es noch wunderbar ist, Marzipan, als geknetete Mandel. Jetzt bringt sie Also dieses Pulver kann man draußen auch erwerben. Das zum Kühlen, lassen Sie es mal rausholen. Abgeschlossen mit dem Museumsbesuch mit einer landesüblichen Kaffee- und Teezeremonie. Die Bilder des traditionellen Zugs von Alhambra zeigen den raschen fortschreitenden Zerfall. Im Frühjahr 2015 spannten sich die heute am Boden liegenden Dachbalken noch über den Zugdurchgang und warfen dunkle Streifen auf den staubigen Boden. Der alte Herr weiß, seine Oasenkultur konnte und kann gegen die Moderne nicht bestehen.